Guter Abend, DDR. Dann hat man mein B 93 war das, ne? Mein B und 93 sabotiert. Man hat mir beide Tesla Endstufen kaputt gemacht. Heute weiß ich, die sind oben weggeflogen. Also das war schon in der Schaltkreis, also die IC, und da ist das Gehäuse abgeflogen. Heute möchte ich nicht ausschließen, dass man das irgendwie abgeknippt hat oder so. Ich habe sowas nie gesehen. Ich habe diese Endstufen nicht gekriegt. Ich musste mir eigene Endstufen mit Transistor anbringen. Sie waren Rauschärmer, weil ich auf dem Müllplatz war und westdeutsche Transistoren gefunden hatte. In einem Radio, da denke ich heute, das habe ich bekommen von den Mülldinger selbst, weil da waren keine Radios auf dem Müllplatz, weil halt die ich hatte immer gelogen, der wollte nur Radios repariert haben, die er gekauft hat. Das war auch ein größtes westdeutsches Radio. Da habe ich die Endstufe umgelötet und das habe ich benutzt. Das war dann rauscharmer und besser. Könnte man sagen, wieder gute alte DDR, möchte ich noch mehr zu sagen. Der Riemenantrieb war desolat. Hat man denn größere Bänder gehabt, also 720 Meter oder 540 Meter, ich weiß nicht, ob das in der Nationalen gelaufen war. Dann waren die Riemen schon nach einem Jahrhundert, weil das Gummimaterial nichts taugte. Da musste man schon Riemen wechseln, das war ganz schlimm. Ich habe nur einmal ein paar Riemen gekriegt. Sonst habe ich da immer andere Sachen gemacht. Also die 360 Meter Bänder, das reichte. Also ich möchte nochmal am Rande was schildern, also wie mein Stasi-Freund Heiko Jülich mich ausnutzte. Er hat angeblich immer schlechte Bänder zu kaufen gekriegt und wollte immer, dass ich Musik aufnehme. Ich hatte natürlich gute Bänder auf Vorrat, meistens aus Berlin, Leipzig und Halle gekauft. Und er hat natürlich diese sehr rauscharmen, sehr teuren Bänder, über 50 DDR-Mark. Der 60 DDR-Mark, weiß ich nicht mehr genau, 540 Meter bekommen und hat mir dann ein Äquivalent, anstatt das zu bezahlen, hat er mir das dann einfach ein volles Andesband gekauft oder vielleicht auch irgendwo geklaut. Ich habe das nicht so genau genommen, wir hatten Geld, das war mein Freund, aber da hat er mich ein bisschen sehr wohl ausgenutzt. Ich war auch immer betäubt, das sollte stimmen. Das war ein bisschen sehr unfair, das hätte ich nicht zugelassen, dann haben wir es auch jetzt wieder hin. So, Bänder hatte ich näher für 100. Das war kein Problem, besonders viel habe ich aufgenommen zwischen 79 und 82. Immer wenn ich da war und den Ausgang hatte und Wochenende großes Frei, also Sonntag, Sonntag frei, habe ich den ganzen Tag Platten überspielt. Die man mir zur Verfügung gestellt hat, belustige. Also von der Waffensicherungseinheit, die erste Kompanie. Der blaue Zug, ne? Also der blaue Zug, die habe ich nur bearbeitet, aber der blaue Zug hat sich auch zu verfügen. Die aber genau wussten, dass es mir los ist. Was wir nicht gesagt haben, also waren keine echten Kumpels. Nennen wir es Kumpels, ne, Rade? Ja, kann man auch nochmal sagen, so, dann habe ich das vertauscht nachher gegen Kassette, dann gab es nachher für 3000 DDR-Mark ein einzelnes Kassettengerät, ne? Ganz gerne, was noch so rund war. Das hatte Ähnlichkeit mit dem Rema, die Quattro, irgendwie hieß da ein Quattro, ne? Mit dem Radio. Aber es hatte nicht so einen schönen Klang wie das Thema Tocata, was ich hatte. So, dafür habe ich dann alles getauscht, weil es gab immer weniger Tonbandgeräte und keine Ersatzteile dafür. Nachher war man auch so weit, also mein Tonbandgerät sollte Hi-Fi sein. Nein, noch nicht. Das sollte noch kein Hi-Fi sein. Sollte aber trotzdem schon 12 Kilohertz haben, also bis 12 Kilohertz. So gemessen habe ich 8 Kilohertz. Mein Sternrekorder hatte 2 kHz, ein bisschen über 2 kHz, Frequenzbereich.
den unteren weiß ich heute nicht mehr. Also totaler Müll. Mein Ringer Toccata war das Beste, aber auch die Endstufen haben total gerauscht. Das Rima Toccata, kann ich genau sagen, kostete 1940 D-Mark. War schon sehr, sehr viel Holz. So, und dann habe ich nicht die Originalboxen genommen, weil die Originalboxen wollte ich immer nicht zumuten, die wären ein bisschen größer gewesen. Dann habe ich etwas kleinere Boxen genommen, da kostete eine Box 280 oder 380. Das sind immer glatte Summen gewesen meistens. Das war dann, diese Spinner haben das genau aufgerechnet. Ne? Das waren dann glatte Summen. Die mal ich dann bezahlt habe. Also nur so mal gute alte DDR, damit man auf die Karte wissen kann. Das waren 35 Wattboxen und vorher waren es nur 25 Wattboxen. Und die 35 Wattboxen ging mir gleich eine kaputt. Da hatte ich, dann weiß ich, war auch nie da. Bald über ein Jahr keine Box. Die hat man erst einschicken müssen zum Werk. So, und da hatte angeblich der Lautsprecher ein Haares. Daran zweifle ich, das hätte ich vorher gehört. Und meine Endstufen vom Rima Toccata hatten 25 Watt und von Tonbändern 15 Watt. Also niemals wäre da die Box irgendwie gekommen, nur das haben sie gleich gesagt. Ich habe das übersteuert. Das war ja noch eine Garantie für Leinsorge. So, das war also von Anfang an. Ich musste jetzt relativ früh zurückgehen, weil da einfach kein Umtausch gekriegt. Bloß kein Geld zurück in der DDR, ne? Also, man kriegt nichts, ne? Weil mit dabei sind, möchte ich auch das nächste nochmal sagen. Also, mein erster Taschenrechner, ich glaube, gerade mal geschrieben, der kostete, also der ganz alte ja 2000 und der nächste kostete dann ja, glaube ich, 1500, mein Gott. Dann wurde der 1500, da habe ich noch einen von, ne? Den 880 habe ich noch. Dann kostete der bloß noch 880 und zum Schluss kostete der, glaube ich, bloß noch 350, ne? Und 350 habe ich gerade und Lisa angeschenkt, weil der so schön billig war, den hatte ich. Einfach nur so, weil die wollen immer meinen Bogen. Das lassen wir die dann lassen, weil die Qualität der Fertigungsanlagen in der DDR, da wurde nichts erneuert. Das wurde immer schlechter mit diesen Taschenrechnern, ne? Das möchte ich auch mal sagen. Von mir passen nochmal alles schön zusammen, das war teuer genug, oder? So, und dann nachher hat die Stasi entschieden, dass ich ein Texas Instrument 660 kaufe. Da, aus, ich unterbreche mal kurz.